Ich sage in aller Deutlichkeit, ich möchte das hier mal ganz klar machen, keine Heizung ist illegal. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, an dem geplanten Gebäudeenergiegesetz zeigt sich in einer Nussschale, warum die Grünen die Verbotspartei schlechthin sind. Mit dem geplanten Heizungsgesetz, genannt Gebäudeenergiegesetz aus dem Hause Habeck, wollen Grün, Rot und Gelb letztlich alle 19 Millionen Öl- und Gasheizungen in Deutschland im Ergebnis für illegal erklären. Mit einem umfassenden Betriebsverbot, das in ein paar Jahren kommen wird. Das ist absurd, das ist technisch unmöglich und das ist für die meisten Bürger ruinös. Dieses Heizungsverbot ist der vorläufige Höhepunkt des grünen Öko-Wahnsinns, denn anders kann man das nicht bezeichnen. Das Habecksche Gesetz wird faktisch zu einem Betriebsverbot für alle Öl- und Gasheizungen führen, und zwar, und das ist das Verrückte daran, unabhängig von ihrem technischen Zustand. Allein am Alter das Ganze festzumachen, das ist etwas Verrücktes, das ist etwas Übergriffiges, das ist etwas Absurdes. Und wir? Es wird dann den Leuten versüßt, es soll Subventionen geben. Ja, wer bezahlt denn die Subventionen? Wir, die Steuerzahler. Ich sage in aller Deutlichkeit, ich möchte das hier mal ganz klar machen, keine Heizung ist illegal. Diese Bevormundung der Bürger mit erhobenem Zeigefinger muss endlich aufhören. Wir lehnen diesen grün gefärbten Sozialismus ab. Wir lehnen diesen verfassungsfeindlichen Eingriff in die Eigentumsrechte der Bürger ab und bitten um Zustimmung zu unserem Antrag. Vielen Dank.